respond to all stations with an announcement. The FASD training on solar awareness and occupational safety. Also Leute, ja, wir sind immer noch dabei und hoffen, ihr seid nicht müde geworden, euch unsere Sachen mal anzugucken. Wir haben ja jetzt so einen richtigen Marathon losgetreten und hier habe ich noch was für euch, das wollte ich euch mal zeigen. Und zwar ist das von Zümer. Wir haben sie jetzt endlich da. Sie waren lange ausverkauft, wir haben echt lange gesucht, sie zu kriegen wieder. Und zwar sind das die ganz neuen Modelle von Zümer, diese etwas aggressiveren Shotguns. Und wir haben hier die CM366. Das Modell gibt es sowohl als Kunststoff als auch als Metallvariante. Bei der Metallvariante ist noch ein Frontgrip dabei. Der ist jetzt hier nicht dabei. Und bei der Metallvariante sind auch mehr Shells dabei. Aber wir haben hier im Prinzip alles, was wir brauchen, um mit Airsoft loszulegen. Wir holen das Ding jetzt hier mal raus. So, auch die ist 05, ich sag's nur direkt mal vorweg. Wir haben ja, dadurch, dass wir die abrüsten, sind die im Prinzip etwas schussschwächer. Das heißt, die kommen bei weitem nicht mehr so weit wie eine normale Shotgun, aber ich kann sie halt spielen, also CQB funktioniert. Also ist alles gut, nur die normalen Shotguns, die schießen ja schon noch so 40 Meter weit und da sind wir hier etwas verkürzt. So, wir haben hier eine Rail, eine Kunststoffrail, die lässt sich hier am Handguard montieren. Der ist Keymod. Dann haben wir hier im Prinzip eine Shotgun Shell dabei. 30 Schuss passen hier rein. Und die schießt im Prinzip immer drei Schuss auf einmal. Das heißt, ihr könnt im Prinzip 10 Mal hiermit schießen. Ne? Kurzes Rechenexempel. Klassischen BBs braucht kein Mensch. Oder solltet ihr vielleicht nicht brauchen. Und eben hier der Speedloader, der ist dabei. Finde ich, kann man nie genug von haben. So, dann gucken wir mal, ob wir das Ding jetzt mal hier rausziehen. So, dann tun wir das mal hier runter. Die Shell hier hin. So. Ja, soll ich dazu sagen? Schönes Ding. Also, die sieht ja mal richtig, sag mal, fett hier aus. Ich habe dadurch, dass ich hier unten noch eine Rail dran habe, habe ich fast schon wieder so einen Griff. Ne? Hier ist eine kleine Sicherung. Ne? Also die knallt auch immer noch ganz gut, trotzdem, dass sie jetzt auf 0,5 ist. Wir haben hier oben quasi eine Rail, durchgängig. Das heißt, hier kann ich eine Optik drauf montieren, wer das braucht. Also ich muss tatsächlich sagen, bei einer Shotgun Clamp-Griff, da hat man wenig, was man in der Beziehung jetzt hier braucht. Dann haben wir hier die Shotgun Shell, die wird wie bei jedem anderen Modell im Prinzip hier unten. Bei Zümer ist das immer, hier gibt es einen Hebel, den löse ich aus. Dann kann ich jetzt hier die Shell reindrücken. Na, und dann wäre das Ganze jetzt geladen und genauso kann ich die hier auch wieder rausholen, wenn sie leer ist. So, der Hebel ist aus Metall, der Abzug ist aus Metall. Ansonsten sind wir hier im Polymer unterwegs. Na, also hier vorne, der Lauf ist noch Metall, aber das hier ist alles Polymer. Hier haben wir Metall. Dann haben wir hier hinten einen verstellbaren Schaft. Also das Ganze ist 830 mm oder 910 voll ausgezogen. Und wir haben ein Gewicht, die ist jetzt etwas leichter, 1300 Gramm. So, die Metall ist deutlich schwerer. Wenn ich sie denn da habe, zeige ich sie euch auch mal, denke ich. Aber jetzt, wie gesagt, optisch unterscheidet die sich eigentlich nicht. Wir haben, ihr seht schon, ihr habt hier jede Menge Rails dran. Wobei das hier oben mehr, ich sag mal, vielleicht mal ein bisschen der aggressiveren Optik geschuldet ist. Also wie gesagt, die ist... Das ist jetzt hier auch nichts, was man jetzt lange vorführen kann. Ist halt ein Shotgun-Springer-System. Schießt 3 Schuss auf einmal. Hat also 3 Läufe. Es gibt ja, also gerade die Einstiegs-Shotguns oder auch einige sehr hochwertige haben ein Einschuss-System. Da kommt nur eine BB raus. Hier ist also auch der Stock hinten ist Metall. Ich habe hier an der Seite noch die Möglichkeit, einen Slingholder einzuklipsen. Der ist eigentlich nicht im Lieferumfang enthalten. Beidseitig, ja. Ne? Also. Das bewegt sich hier automatisch mit nach hinten. Ne, wir haben keinen Hop-Up, weil, wofür auch? Ne? Also die schießt einfach nur geradeaus, streut, ne? Da kann ich eh mit Hop nicht viel machen. Also, sehr solides Ding. Ich finde eben auch mal eine Shotgun ziemlich cool. Ich selber habe auch eine Farbarm, weil man einfach, für CQB ist es mal was anderes.
Ne, man muss natürlich darüber im Klaren sein, wenn ich jetzt eine Runde spiele. Erstmal brauche ich einiges an Shells, weil ich eben nur 30 Schuss habe. Und ich muss halt immer repetieren. Das sollte man nicht unterschätzen. Hatte ich auch. Bei der Farbmann geht das relativ schwer. Hier ist es etwas leichter. Ne? Also dementsprechend würde ich sagen, das ist schon ein ziemlich gutes Ding. Und sie ist auch optisch schön. Also im Prinzip habe ich optisch auch eine, ich sag jetzt mal, echt schöne Nummer, weil sie eben auch anders aussieht. Ne? Also sie ist eher eine Tactical Shotgun und nicht so eine klassische M870 Police, ne? Sowas. Sondern hier habe ich einfach auch mal was, ne? Wo man einfach sagt, das sieht mal cooler aus. Ne? Und da hat man Spaß dran, das macht was her. Und sowas hat man natürlich auch Lust zu spielen, sage ich mal. Ne? Also aus dem Grund würde ich sagen, kann man sich mal zulegen. Die sind auch nicht so teuer. Also ne, hier so eine Shotgun, die liegt irgendwie, ich glaube, knapp über 100. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht im Shop nachgeguckt. Asche auf mein Haupt. Aber guckt mal rein, die sind nicht mega teuer. Wir haben sie jetzt auch lagern im Moment. Also jetzt haben wir mal ein paar da. Und dementsprechend würde ich sagen, guckt sie euch an und viel Spaß damit.